fall through and standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving bitch deep. With a bleached blonde hair, and well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest. Door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Herzlichen Dank auch. Der liegt draußen auf der Straße. Okay. Hey, Sonja, Emma, du hast mich vorhin nicht gesehen? Ich lag da auf... Egal. Du hast uns herberufen. Unser Referat? Ich habe bereits einige Exemplare ausgewählt, die für unsere Zwecke geeignet sein sollten. Dann erzähl mal von deinen neuen Quellen. Ja, da drüben liegen noch zwei der relevanten Exemplare. Ich habe mir schon einige Notizen gemacht. Also, hier gibt es ja wirklich einige interessante Informationen, die wir berücksichtigen sollten. Schlag doch ruhig schon mal auf und schau nach. Also, wir müssen wirklich einiges recherchieren, aber ich habe bereits einen dreiseitigen Aufsatz erstellt. Aber das ist nur die Einleitung. So, dann haben wir hier... Willst du nicht auch mal etwas zu unserem Referat beitragen? Da du ja gestern nicht mal mit in die Bücherei gekommen bist. Aber naja. Da habe ich ja mit Sicherheit eine Menge verpasst, was? Okay, ich denke, was ich bis jetzt habe, sollte reichen. Wirklich? Nein. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Du könntest dich ruhig mal nützlich machen. Gestern in der Bibliothek habe ich eine Entdeckung gemacht. Es war ein Buch, es stand normal da bei den anderen. Aber es war anders. Ich habe es mir mitgenommen. Die... Leute haben gesagt, es stand nicht im Archiv, aber ich durfte es behalten. Ich habe es überprüft. Es ist aus dem 14. Jahrhundert und muss einen unschätzbaren Wert haben. Es handelt sich um ein Tagebuch. 3. März 1349. Vor einigen Tagen erreichte mich ein Brief aus meiner Heimatstadt Leonberg. Er war von meiner Mutter. Sie schreibt, sie ist sehr krank und hat wahrscheinlich nicht mehr lange Zeit.
Als ich die Nachricht erhielt, habe ich sofort mein Studium abgebrochen und habe mich auf die Reise gemacht.